Willkommen zurück am Salty Sunday hier bei Spin Tires mit dem Jumbo. Hallo. Folge 3 heute. Wir sind eben ein bisschen im Schlamm stecken geblieben. Ich würde sagen, wir fahren direkt weiter. Ja, auf jeden Fall. Also ein bisschen, wir sind mehr als ein bisschen stecken geblieben. Der Ja, Berg hat Anfahren am uns. Hang war das quasi. Also es war Ja, das. Berg hat uns getötet. Der Berg hat uns getötet. So kann man es auch sagen. Ich würde sagen, das war Anfahren am Hang, so wie man das in der Fahrschule lernt. Jo. Oder in der Holzfäller-Fahrschule, so. In der, ja, bei den, bei Holzfäller Extrem meinst du, ne? So, Ja, genau. D-Max. Wir sind immer noch bei D-Max. Genau, warte, wie haben wir uns doch gleich genannt? Testo Trucker. Genau, Testo-Trucker waren wir, also, ne? Nur die Harten kommen in den Garten und wir sind die Härtesten der Harten. Wir sind halt die richtig krassen, ne? Die Holzfäller Extrem, die fahren ja so auf relativ vernünftigen Straßen sogar. Also die sind ja teilweise sogar geteert. Das, was wir hier machen, das ist natürlich halt, ist einfach nur unmenschlich. Nur unmenschlich. Und vor allem, wir sind nur zu zweit unterwegs. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Da können wir nicht eben irgendeine Raupe rufen. Hey, Wir, hol uns hier mal genau, wir, raus. ja, genau, wir können halt nicht irgendwen anfunken oder so, ne? Also bei uns ist halt wirklich, wir sind auf uns gestellt und weil der Jumbo mir das Spiel nicht richtig erklärt hat, sind wir jetzt auf dem Rückweg und müssen hier noch so eine Holzablage besorgen. Genau. Weil du hast einfach keine Ahnung von dem Spiel. Das liegt nicht an mir. Du hast dich mit dem Spiel nicht Ja, nee, ich auseinandergesetzt. habe keine Ahnung. Und du wolltest mir, ne? Du bist halt quasi so ein bisschen der, wie nennt man das? Mein Mentor, ne? So, So. wir gucken uns jetzt Folge 1 mal an. Und Ja, da sagst also du, da bin ich, ne? von diesem Sonntag und wir gucken uns an und wir hören ganz genau, dass davon die Rede war. Ja, das werde ich mir mal anhören, ne? Also das glaube ich noch Ne? nicht. Also wir Ich haben gehe immer das noch ja alles davon auf aus, Band. dass. Nee, ja. Wieso Ja, hast du mich jetzt das ist eigentlich das Schlimme, genau. überholt? Das Schlimme ist, wir nehmen das hier alles auf. Nee, ich glaube aber nicht, dass du mir das gesagt hast. Nein, nein, nein. Nein, Ja, nein, genau. nein. Ich habe nicht gesagt, dass ich dein Mentor bin. Doch, das habe ich aber so für mich festgestellt. Aha. Das ist ja, So, ne? jetzt sind wir Das schon muss mal einen man halt. Schritt. Als Mentor sagt man sowas ja nicht. Jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter und haben festgestellt, du hast es für dich festgelegt. Ich glaube, wir müssen hier eigentlich irgendwo nach links fahren, ne? Oder fahren wir hier runter zu dem Weg? Ja, wir fahren runter zur Straße. Ich glaube, Wir das fahren ist jetzt wesentlich einfach, einfacher. einfach runter zum Weg. Ne, wir entdecken ganz neue Gefilde. Ich glaube, die Straße sind wir schon lang gefahren, oder? Jo, hier geht's aber weg. Ah! Aha. Ja, fand ich ganz angenehm. Ja, ist die beste Idee auf jeden Fall. Ich fühle mich richtig wohl mit so ein paar Tonnen Holz auf dem Rücken. Sagen, ich versuche dich gerade irgendwie vernünftig einzufangen. Ist aber halt gar nicht so einfach, ne? Immer noch beschissene Kameraführung. Da hat Doch was sportlich gefallen. elegant aus. Ja, Oh, noch zwei da ist kleine er. Bäume mitgenommen. Gar kein Problem. So, Matschhügel auf der Straße. Bei mir glitscht du da einfach durch. Okay, ja, so, man matscht sich da so durch. Ich will aufpassen. Ach, jetzt kommt hier wieder so eine witzige Steigung. Ja. Das wird interessant. Oh, Steigungen mag ich ja im Moment gar nicht. Nee, da sind wir eben ja schon so komisch hochgekommen. Aber vielleicht ist die Straße da ja besser. Die sieht auf Ja, jeden Fall die besser Stra das aus. Schlimme war ja, die Straße eben war ja gar nicht so schlecht. Da war ja nicht Matsch oder irgendwas. Ja, Hier ist doch. jetzt. Ja? Ja, doch. Also Also hier hier ist auf jeden Fall mehr Matsch. die ist schon ne, festgefahren und getrocknet. Ja gut, das ist aber besser als das, was hier ist. Okay, hier sind Steine, hier ist richtig Kacke. Ist richtig räudiger Rotz. Oder müssen wir da rechts hoch, ne? Ja, genau. Oh Wir Gott. müssen halt um die Ecke, Matsch um die Ecke und hoch. Sind halt drei so Sachen, die sind halt überhaupt nicht schön. Jo, meine Ecke hat keinen Bock mehr. Ernsthaft, jetzt schon nicht mehr? Ich komme nicht mehr. Wirklich nicht? Nein, gerade echt nicht. Warte, aber warte, ich kann mich selber befreien. Alles gut. Ah ja. Machst du das gerade mit der Winde? Ja, habe ich gerade gemacht mit der Ach Winde. gut, weil dann sieht man nicht mal die Winde von anderen Oh, Leuten. das ist traurig. Da sollten wir noch mal ganz dringend mit den Entwicklern sprechen. Ja, das ist eine Frechheit. Okay, jetzt hänge ich hier auch fest, oder? Fahr bitte nicht zu weit zurück. Zurückfahre ich sowieso nicht. Mit der Winde denn jetzt hier nochmal? Auf V kannst du. Anhänger lösen, Fahrzeug weg. Ach so, Quatsch, ich muss ja hier klicken. Ja, schon okay. Oh.
NP. Ja, ich bin direkt hinter dir. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. So. Also Moment mal, du denkst gerade ganz falsch. Kommst du schon wieder ganz gefährlich von hinten? Oh, das sieht so aus, als würdest du nicht langkommen. Ah doch, ich komme überall hin. Mit der entsprechenden Winde kommt man einfach überall hin. Das ist wirklich, die Winde ist halt wirklich OP. Das Monstergerät schlechthin. Damit kann man sich aber auch wirklich überall rausziehen, ne? Egal was man hat oder sowas. Ja, man muss halt nur wirklich einen Baum oder so in Reichweite haben, weil wenn du im See stecken bleibst, hast du halt einfach verloren. Ja gut, das stimmt. Aber hier in der Regel sind wir ja hier im Wald unterwegs. Und was gibt es im Wald? Bäume. Nicht? Dann wollen wir jetzt mal hier gucken. So, den Holzauflieger, den wollen wir abbauen. User in your channel timed out. Oh. Da hatte jemand einen DC. Okay. Wir müssen uns hier mal eben selbst bespaßen. Dadurch kann mit Gefühl der Kraftstoff verloren gehen. Ja, mach weg. Okay, das ist Quatsch. Ja, da bin ich wieder. Da ist er wieder, ja. Da ist mal spontan mein Teamspeak abgestürzt. Ja gut, das sind Dinge, die passieren. Der hatte richtig Spaß dabei anscheinend. So, ja. Du bist ein ganzes Stück schon vorgefahren, glaube ich. Ja, ist so, ich habe das... Also ja, ich bin hier an der Werkstatt, ne? Achso, an der Werkstatt, ja gut, ich muss... Ja, bin noch 2 Kurven davon entfernt. Achso, ja, ich hätte jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, ist gut, ich komme. Ja, ich habe jetzt die Ladefläche angebaut. Ich kann Ladung tragen, Kussholz 2. Ja, genau, das brauchst du. Lange Stimme 4. Das ist das, was ich brauche, ja. Genau. Dann kannst du eigentlich auch den Utility-Anhänger so lange abmachen. Den brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Okay. Kranwagen sieht auch schick aus. Kran, also halt mit Kran drauf. Jo, okay. Dann, wo müssen wir lang? Fahren wir den Weg wieder zurück so, oder? Mir ist egal, wie wir fahren. Hier ist auch ein Weg, wir können auch hier hinten lang fahren. Wo ist hier hinten? Hier quasi durch dieses Dorf durch. Können wir natürlich auch. Jetzt? So. Was ist denn jetzt? Das wollte ich. Ja, dann lass mich drauf. Wie viel Sprit hast du noch? Noch etwas mehr als 3/4. Okay. Ja, genau, hier. Soll er. Okay, willst du vorfahren? Kann ich machen. Boah, jawohl. Im Schlamm und direkt erstmal stehen bleiben. Das ist die beste Idee. Richtig gute Lösung. Oh, hier ist richtig Modder. So. Genau, nee, ich war jetzt gerade irritiert wegen der, weil ich meinen Anhänger nicht brauche. Aber wir haben ja eben besprochen in der Pause, dass wir quasi mir jetzt noch Holz holen und dass wir dann wieder zurück zur Werkstatt fahren. Genau. Ich habe jetzt gerade gar nicht mehr dran gedacht. Ich dachte so, hä, warum brauche ich den nicht? Oh Gott. Ich glaube, jetzt bin ich schneller als du, ne? Ich habe ja nichts dabei. Ja, müsstest du eigentlich mehr Kraft haben. Ja, er will den Hang entlang, okay. Das kann ich auch. Eigentlich wollte ich dich überholen, aber ich hänge halt fest. Okay, ich mach dir Platz. Cool.
Wieso bist du stehen geblieben? Ja, ich dachte mir dann, ich lasse dich doch wieder vorfahren. Ah, okay. Ne, du erinnerst dich, hier bist du vorhin hängen geblieben? Ja, das stimmt nicht. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen anders zu fahren. Oh, jetzt will ich da voll rein. Nein! Aber auch voll schief, ne? Ja, weil ich mit der einen schon in der... Oh, ganz merkwürdig. Mit der einen Seite in den Hinterreifen hänge ich in der rechten Fahrrinne drin und mit dem linken Vorderreifen aber in der linken und dann fährt er plötzlich quer. Eidert aus. Uderlee. Ach, alles ist viel entspannter ohne Anhänger. Ja, das ist viel wendiger, ne? Jetzt ja, müssen wir Fall, rechts rum, ne? Ja, wir müssen rechts rum. Wir sind hier eben links lang gefahren, ne? Also wie wir schon wieder alles durchflügt haben, ey. Ja, also wir sind hier schon ein paar Mal vorbeigekommen. Ich hänge wieder in der Fahrrinne drin, sehr gut. Es wäre immer noch Schleier, wie wir noch auf die andere Seite der Karte kommen sollen. Ja, das frage ich mich auch noch, ey. Wir haben jetzt dritte Folge, glaube ich. Ja, wir schaffen ja gar nichts. Und wir müssen vor allem gleich wieder den Berg hoch. Es wird spaßig. Mit Spiel, Spaß und Spannung. Haha, immer dabei. Und was zum Naschen. Oh Gott. Zwei süßen Typen am Steuer. Du machst mir Angst. Gut. Oh Gott, was passiert da bei dir? Mein Wagen hat es einfach mal kurz. Oh. Ich bin richtig in so eine richtig tiefe Schlammpfütze gefahren. Oh. Jawohl, du brauchst der Geschwindigkeit. Wow. Komm nicht. Okay, jetzt nicht mehr. Oh, mein Führerhaus ist richtig mit Dreck bespritzt. Ja, auch schade, bei mir sieht man ja leider nichts. Richtig heftig. Oh, naja, gut, ich wende dir schon mal. Mach das. Das dürfte jetzt ja hier eigentlich nicht so lange dauern. Zumindest in der Theorie. Ja, in der Theorie sollte das relativ schnell gehen. Oh, ich habe einen neuen Weg gefunden, den wir fahren können. Das ist gut. Das ist schön. Dann machen wir Aufladen Kurzholz. So. Endlich. Sieht aber echt schnuckelig aus. Da sind wir jetzt lang? Ja, ja. Komm mal zu mir. Hey. Das scheint mir auf jeden Fall nicht der direkte Weg zu sein. Ach, dieses Stoppelfeld willst du jetzt? Ja. Okay, na gut, hier ist ein Weg in der Mitte, ne? Genau. Weil wenn man jetzt durch diese, also wenn man über diese Humpen fährt... Ja, dann bleibst du überall hängen und so. Genau. Aber ich wollte den Weg hier mal ausprobieren, den fand ich ganz schnuckelig. Na, wenn du das sagst. Ich hoffe, du irrst dich nicht. Nein, nein, ich irre mich nie. Ja, das sieht erstmal gut aus. Wo geht's denn jetzt hier hin? Ach, da gehen wir jetzt da oben gleich wieder links. Wir kommen dann gleich wieder zu dem See, wo wir vorhin durchgefahren sind auf der Hinfahrt. Wir müssen also auf jeden Fall wieder einen Hang hoch. Nee, das können wir theoretisch auch vermeiden. Aber da müssen wir noch merkwürdiger fahren. Ja, nee, wir fahren mal besser so. Wir nehmen den Hang, oder? Ja, das ist wenigstens. Bevor wir das Unbekannte nehmen, nehmen wir den Hang. Ja, richtig, richtig, richtig. Oh, müssen ja hier schon Hang hoch, oh Gott. Den meinte ich gerade, ja. Achso, ich dachte, du meinst den anderen auf der Straße. Nein, nein, nein. Ja, cool. Cool ist, obwohl, da geht ja eigentlich, ne? Ja. Straße ist relativ fest. Und scheint schwer in Ordnung. Ah, du bremst mich mal wieder aus.
Und jetzt geradeaus oder rechts? Einfach geradeaus. Geradeaus, genau, rechts war der Hang, ne? Genau, und den dafür drücken wir uns diesmal. Das halte ich auf jeden Fall für eine gute Idee. Sehr gut. Immerhin dabei unterstützt du mich. Ja, du hast nicht ganz oft recht, aber da gebe ich dir jetzt mal recht. Zu gütig von dir, zu gütig. Ich bin halt ein netter Typ. Ja. Man muss seine Mitmenschen auch mal unterstützen. Genau. Und dafür fahren wir jetzt ordentlich durch den Modder durch. Ja. Ich hoffe einfach mal, wir schaffen das. Ich bin gefangen in der Spurrinne. Ich glaube jetzt auch. Nee, du hast es rausgeschafft. Ja, meine Hinterreifen sind aber noch dran. Meine Karre hüpft. Ganz merkwürdig. Ja, jetzt bin ich auch wieder drin. Ich glaube, das Gröbste haben wir jetzt überstanden. Ja, ich glaube auch, das wirkt alles ziemlich easy. Na, komm. Oh, fuck. Oh, ich wäre gerade beinahe umgefallen. Oh, Junge. Dann würdest du das ganze Holz verlieren. Ist das dann weg? Ja. Oh, okay. Das wäre natürlich nicht so schön. Das ist richtig. Das hast du gut erkannt. Gar nicht mal so schön. Ja. So. Übrigens, den Orangenwagen nenne ich, glaube ich, Dicke Bertha. Dicke Bertha. Meine Dicke Bertha, die schafft alles. Juhu, endlich wieder Straße. Boah, jetzt wird hier richtig Tempo gemacht. Puh. So. Und in den Schlamm rein. Läuft bei uns. Wir springen aber schnell den anderen Wagen wieder. Dem Holz und Wände. Ja, ich brauche jetzt das Utility Card, ne? Ob du das noch brauchst, weiß ich nicht. Ja, stimmt, theoretisch müssen wir jetzt ja nur noch zum Ziel fahren. Müssen nur noch unser Holz abliefern. Ja, stimmt, ich lasse das da mal weg. Und tatsächlich. Glaube ich, der einfachste Weg ist, die Serpentinen wieder hochfahren und dann die Straße entlang. Ah ja, stimmt, das muss sein. Das Problem ist gerade, ich habe so einen scheiß langen Anhänger. Ach ja, da habe ich ein bisschen Angst vor. Sollen wir noch ein Stückchen fahren? Theoretisch können wir an dieser Stelle diese Folge auch wieder beenden. Ja. Dann können wir sagen, wenn ihr sehen wollt, ob wir es schaffen oder nicht, schaltet wieder ein. Am nächsten Sonntag. Wäre natürlich Leute. Hervorragend. Mit einem übelsten Cliffhanger beenden wir die Runde. Ja, genau. Ich habe auch gerade schon Ciao gesagt. Mensch. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Es tut mir leid. Ja. In dem Sinne, Ciao. Tschüss, Leute. Bis nächste Mal.